Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich möchte euch heute hier den International 644 euch heute hier vorstellen. Ja, ist ein schickes, cooles Teil das Ganze her, wie man ja sieht hier. Ja, kostet hier nur 14.800 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da, so wie er da steht, bei 754 inklusive. Ja, das Ganze hat eine Leistung von 54 PS, entsprechend hier 40 kW, manuelle Schaltung, 62 Liter Tank, 30 km/h, 3,1 Tonnen und den Reifen drauf von PKD, den TF8181 und den TR135. Ja, jetzt haben wir den Motor drin, den 554. Da gibt das Ganze einmal hier als altes Design mit dem Motor drin, den 644er, da haben wir 60 PS, entsprechend hier 44 kW. Oder das Ganze einmal hier gibt es als aufgedreht. Dann gibt es das Ganze einmal mit neuen Design, wie wir hier sehen. Ja, auch 60 PS und 44 kW. Und das Ganze gibt es nochmal, hier steht aufgedreht mit 66 PS, entsprechend hier 49 kW. Ja, dann sind wir wieder beim alten natürlich. Ja, da gibt es dann noch hier bei den Reifen, da gibt es einmal zwei, also Radantrieb hinten, also so wie es früher halt war. Dann gibt es das Ganze, wie man sehen hier vorne, mit also die Rillenreifen. Dann gibt es das Ganze mit also ja Agrarprofil, würde ich mal sagen. Dann hinten Zwillingsbereifung, dann gibt es das Ganze als Allrad, auch Variante. Und dann mit Zwillingsbereifung hinten und natürlich dann vorne genauso. Und dann sind wir wieder hier vorne bei Anfang an. Da gibt es das Ganze noch von der Herstellern Drilleborg. Da gibt es nur hier diese Variante. Aber wie wir hier sehen, ohne Allrad das Ganze. Dann gibt es hier Mieters mit Vierradbereifung, aber wie wir hier sehen, auf Allrad. Das ist interessant. Vielleicht ist da ein Fehler unterlaufen, denjenigen, der was das also hier gemacht hat. Ja, als nächstes, wie wir sehen, haben wir einen Überrollbügel. Da gibt es das Ganze natürlich hier auch mit dem Fritz Meier Dach, wie wir hier sehen. Dann das Ganze vorne mit dem Schutz, mit der Tür. Und dann, wie wir sehen, hier den Fritz Meier 701. Das sieht dann nachher so her aus. Und natürlich hier, wie wir sehen, hier mit dem Fritz Meier Dach, den K9115. Und dann, also Vollkabine 2000. Also Komfort 2000 heißt das Ganze. Und dann wieder von vorne. Dann haben wir doch auch Rundumleuch. Jetzt bin ich hier eins zu weit gegangen. Okay, Rundumleuchte haben wir hier. Dann gibt es hier vorne also Gewichteträger. Dann natürlich das Ganze gibt es mit jede Menge gewichtet. Also es geht nach vorne ja genauso noch. Also du kannst hier was dranhängen. Anständig. Ja, also da gehe ich mal davon aus, das sind hier 680 Kilo. Und dann kommt da natürlich hier noch also eine Frontelektraulik hinzu, wie wir hier sehen. Und natürlich Frontladekonsole gibt es hier auch vom Bass. Und dann gibt es von Stoll, dann gibt es von Quick. Und das war's eigentlich von Frontlader so her. Dann haben wir noch eine coole Lackierung. Da gibt es das Ganze hier in den Gelb, wie wir hier sehen. 70 Jahre, dann hier original lackiert, wie wir sehen. Dann neu das Ganze. Ja, oder jetzt zum Beispiel in Schwarz. Also sehr so grau, würde ich sagen. Dann Auspuff konnte man beispielsweise in Schwarz haben oder natürlich hier in Grau. Die Frontladekonsole, die haben wir jetzt hier, wie wir sehen, in der Farbe. Da können wir hier uns entscheiden, welche hier wir nehmen natürlich wollen. Dann natürlich also die Felgen. Die kannst du hier auch, wie du hier siehst, also entsprechend natürlich der Lackierung dann anpassen.
so wie es früher war oder natürlich, wie es dir natürlich gefällt, weil das bleibt jedem selber überlassen. Dann zwecks wegen der Schläuche, da habe ich also leider festgestellt, also dass die bei mir jetzt nicht attached haben. Das ist ein bisschen eigenartig. Ja, und ja, Kennzeichenwahl, also haben wir natürlich hier auch. Wir können das Ganze nachher noch mal, also jetzt noch mal so kaufen mit denen dann her. Mal schauen, was hat. Also der hat jetzt zum Beispiel hier die seitlich die kleinen Schläuche. Ich weiß nicht, ob ich den von Stoll habe, den entsprechenden. Und dann gibt's halt noch von Quick. Also wir nehmen noch mal hier, also Bass noch mal dazu und schauen noch mal hin. Vielleicht habe ich doch den falschen gewählt gehabt, aber ich habe den. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt den gewählt. Das ist eigentlich nach denen, nach die Schläuche, wie wir ja sehen, eigentlich ja der richtige. Und der hat hier die zwei anderen. Also dann denke ich mal, dürfte ich keinen falschen genommen haben, wie wir hier sehen. Also ist es schon der. So. Hier habe ich schon mal was zusammengestellt, so her verschiedene Varianten, dass mal sehen, wie das nachher ausschaut. Außer natürlich mit der Allrad-Variante, da habe ich den einen nur genommen mit kompletten Verschmutzung und natürlich Lackverschleiß. So sieht das Ganze natürlich dann aus. Und hier machen wir nochmal hier uns einen kleinen Test mit dem Attacher natürlich von uns einen Frontlader. Ah, ja. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Okay. Ich habe, glaube ich, da nicht X geschalten. Man muss dann X drücken wahrscheinlich. So, jetzt sind die Schläuche. Ah, man kann das dann umstellen. Okay. Nein, das war doch kein Fehler. Er müsste normalerweise, wenn wir jetzt die hier sehen. Also die hier andocken. Ich habe schon gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Man kann die komplett jetzt ausblenden. Oder wie wir hier sehen, einblenden. Ja, mit den, also IC-Control hat ja der Mod. Deswegen, ich habe jetzt gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht. Aber wie wir sehen hier, doch, also ist es nicht mein Fehler. Ich kann nur hier einen Schlauchsatz ausblenden. Das Tolle dran ist, ja, es wurde nachgerüstet nach einem modernen, also Joystick für also eine Frontladekonsole bei den Oldtimer. Das ist also ein bisschen schade, was ich sage, in der Richtung her. Aber das ist ja egal jetzt. Wir schauen uns jetzt das Ganze mal hier genauer uns an. Und machen auch gleich hier uns einen Attacher-Test. So. Start mal. Also Schlüssel ist jedenfalls nicht animiert. Sind wir hier Kontrolllampen kommen. Pedale, wie wir sehen. Handgas ist animiert. An der Seite hier die Hebel. Schauen wir mal, ob die auch animiert sind. Hier haben wir vorne ein Zugmaul. Das werden wir jetzt auch gleich testen natürlich. Wir finden jedenfalls soweit das schick. Das Einzige, was, wie gesagt, jetzt, was mich jetzt stört, ist, dass da, ja, der Schlauch also nicht anhängt, also attached oder so, wie man so sagt, von Frontladekonsole. So, sehen wir hier, passt, schauen wir mal, das ist der Schaften sogar. Cool. Hat jetzt nicht also für möglich erhalten. Bin mal gespannt. Ja, der hängt mir auch an. Schläuche, Zapfwelle gehen ran. Die Achse ist auch voll schön flexibel.
Da finde ich ja cool, dass also Giants hier die Hecke hingebaut hat für mich zum Testen für die Frontachse. Hier ist immer das Ganze mit Gewicht. Und da haben wir die Möglichkeit, ja, das können wir uns jetzt, wenn wir uns bei denen her anschauen, das ist ja nur die Farbe anders da. Also mal schauen, dass wir hier reinkommen. Kann man hier von innen oder von außen natürlich hier das Fenster hier vorne nach oben klappen, dass wir einsteigen können. Hier haben wir uns ein Cabrio, wie wir sehen. Und ja, hier haben wir hier das mit der Kabine so, ja. Da sehen wir, hier können wir Fenster auf und zu machen. Vorne natürlich ist das hier genauso. Seite. Da Seite. Hinten her ist genauso. Und natürlich, wir haben oben mehr die Möglichkeit, dass wir den Dachluke auch aufmachen. Das ist, finde ich, schon mal nice. So. Da haben wir den normalen Detacher. Da haben wir den normalen Detacher. So. Ich glaube, da haben... Ah ja, hier. Den müssen wir nehmen. Schauen wir mal, was vorne natürlich geht. Zeigen wir den erstmal vorne an. Ja, er hat jetzt Standard, also Quietschehupe. Ja, da hat man jetzt hier, wie wir sehen, den Attacher-Punkt also nicht gemacht, wie wir sehen. Also für die Transform Group, wenn man vorne her das hier gekauft hat, dass man dann vorne das entsprechend anhängt. Das ist schade irgendwie. Ich hoffe, dass natürlich hier also mein Video natürlich hilft dafür, dass wir hier das Ganze natürlich hier eine richtige Funktion nachher haben. Sehen wir hier, Müller geht vorne ran. Wir schauen mal, ob das mal runter geht. Schafft auch hier die Leistung. Sage alle Achtung. Ja, wenn man jetzt hier den natürlich so gewählt hat, dann hat man hier das mit die Scheinwerfer auch ein bisschen anders da. Ist mir auch aufgefallen im Shop. Jetzt schauen wir mal so her. Beispiel der mit dem Gewicht oder vorne her. Der hat jetzt hier die Scheinwerfer unten. Der hat sie unten. Und weil er hier vorne die Fronthydraulik hat, sind dann die Scheinwerfer nach oben gewandert. Wie wir sehen, das finde ich echt nice, natürlich. So. Und würde mal sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle hier unser Lichttest. Und nachher fahren wir natürlich dann unsere kleine Silofahrt. So. Blinker. Finde ich sehr gut. Mit Numbit 6 haben wir vorne die Arbeitsscheinwerfer. Hat man aber komisch gewählt. Hat man das auf LED gemacht oder was? Hinten her genauso. Dann einmal F geschalten. Hat man das so komisch gelegt, dass man nur einen Kegel hat, als ob man ein Scheinwerfer sei. Dann natürlich das Ganze mit die Arbeitsscheinwerfer. Gehen wir in die Innenansicht mal rein. Schauen wir natürlich mal hier, was da natürlich ist. Armatur ganz schwach beleuchtet, aber wir sehen hier Kontrolllampe. Blinker. Kontrolllampe finde ich jetzt auch ganz gut. Schauen wir mal, was hier ist. Also, wenn ich jetzt hier die Arbeitsleuchte für hinten einschalte und vorne. So. Dann gehen wir jetzt in den anderen Kollegen, der was die Scheinwerfer natürlich hier unten hat, also rein. Und dann... Ich hatte es jetzt hier, habe ich es ja oben. Wo sind es jetzt noch mal unten? Ah, hier der da. Da kommt man leichter ran. Im Dunkeln ist alles so dunkel. So, sind wir jetzt hier. Sieht das so her aus. Da haben wir hier mit Numbit. Das haben sie nicht ausgeblendet. Jetzt sehen wir hier. Ja, ich schalte jetzt mit Numbit 6. Numbit 5. Ja, sollte mit Numbit 6 dann normal gar nichts angehen.
Jetzt schalte ich einmal F, wie wir sehen. Zweimal, dreimal. Weil wir mit nur mit 6, ja, das geht vorne gar kein. Also schalten wir voran. Und da haben wir ja auch nichts, wie wir hier sehen. Das ist immer so eine Sache. Also wenn irgendwas dann nicht ausgeklammert wird, dann für die Stelle. Also mir wurde es jedenfalls so erklärt. So, jetzt schauen wir natürlich uns die Silofahrt an. Also das ist jetzt die hier damit, sollte 66 PS haben. Oder nee, das ist nicht mit 66. Das ist der da drüben hier. Ach, wir nehmen halt den mal her. Das ist, mal schauen, was der schafft hier. Also das ist der mit 54 PS. Wahrscheinlich ist das der auch noch aufgedrehter. Aber ist ja... Da probieren wir hier uns ein Tandem mal drüber zu ziehen. Mal schauen, was da geht. Jedenfalls, ich finde, der so mit dem Verdeck und so ist er echt sehr schick, das Ganze. So, drücken wir mal nach oben. Ich bin jetzt gespannt. Schafft er die 26 oder nicht? Jedenfalls, ich finde es sehr schön gemacht und schön, schick schön finde ich hier bei diesem Modell auch hier die Animationen, wenn man genau immer schaut, sieht man seitlich hier den Lüfter, der was schön arbeitet, ja, die Wellen, also ich finde das echt schick. Aber wie wir mal sehen, er hat hier zu arbeiten. Das schauen wir uns dann auch gleich noch an, wie schnell er natürlich wird. Weil, wenn man sieht, er hat jetzt hier volle Last zu ziehen. So, hängen wir ihn jetzt hier ab. So, schauen wir mal. Sind wir hier 31 km/h schaffter. Bremslicht funktioniert auch. Nicht, dass das dann untergeht natürlich. Macht er auch hier einen schönen Schein. So, schauen wir uns jetzt gleich hier anschließend jetzt hier unsere Lok noch an, weil ich finde, das ist auch immer wichtig, dass man natürlich die Lok uns anschauen. Viele Leute, die schauen sich die Lok gar nicht an. Wir haben hier, ui. Ja, das hat irgendwas also mit einer Datei, was es nicht rendern kann, ist mir erklärt worden. Also, einer hat gemeint, das sei irgendwas mit einem Auspuff. Der andere hat mir dann erzählt, er hat den Fehler behoben und es sei also Spiegel gewesen. Tja. Es kann auch sein, dass es hier mit dem Spiegel vielleicht zusammenhängt. Also wenn man jetzt so schaut, wir haben ja Spiegel hier vorhanden. Aber es kann sein, dass das also Spiel irgendwie damit ein Problem dann hat. Und dass das dann davon kommt. Ja, will man sehen. Aber falls ich das noch nicht gesagt habe, hier zum Beispiel, wir können hier bei dem Teil auch die Seitenfenster hier noch auf und zu machen. Mal schauen, dass das dann geht. Mag er nicht mehr. Ah, jetzt ist es zugegangen. Okay. Manchmal dauert es auch immer ein bisschen länger, wie wir sehen. So. Dass wir die Kabinen hier seitlich zumachen können, das ist echt nice, natürlich. Ja.
das war's also weiter sehr. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Osterfest gehabt. Das Wetter hat so einigermaßen gepasst bei euch. Wenn ja, freut mich das. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.